So, jetzt schauen wir erstmal. Auf jeden Fall Pumpkin Seeds. Nehmen wir ein paar mit. Wir haben ja Geld. Mal schauen. 50 Stück Corn Seed brauchen wir nicht. Eggplant Seed, also Aubergine-Saat, nehmen wir natürlich auch mit. Sind vom Preis her viel günstiger. Bok Choy Seed, das ist so, wenn ich weiß, was Bok Choy ist, das ist so japanischer, wie soll man das sagen? Das ist auf jeden Fall ein Gemüse aus Japan. Kartoffeln, Süßkartoffeln sind das, glaube ich, aber eher. Cranberry Seed natürlich, wir alle lieben Cranberries. Wheat Seed, Sunflower, Amaranth, Grape Starter und Artischocken. So viel Saat, Alter. Das ist so, Artischocken nehmen wir trotzdem mit. Grape, das nehmen wir natürlich auch mit. Gras, das Gras hinten war komplett weggefressen. Ich muss unbedingt Gras mitnehmen. Und, ja. Gut, haben wir erstmal ein bisschen Saat. Ich glaube, das ist für das, was ich vorhabe, feldtechnisch aber nicht genug. Am Ende ist es irgendwie, genau, da sind noch Blueberries. Ah, ne, Blackberry, Entschuldigung. Entschuldigung, Black, Alter, mit dem goldenen Stern. Das ist nice. Das ist nice. Kann man verarbeiten. Kann man aber auch sein lassen. Ich liebe die Landschaft im Herbst hier so sehr. Es ist so schön. So schön sah es vor ein paar Tagen draußen auch noch aus. Und jetzt ist alles einfach nur noch ein riesen Klumpatsch aus Laub und nasser Straße. Also gemacht. So, erstmal den überschüssigen Kack hier wegräumen. Bloß nicht die Sprinkler wegschmeißen. Das wäre irgendwie voll ungünstig. Und jetzt geht's erstmal ans Arbeiten. Alles umbauen. Ich bin schon froh, dass wir genug Energie haben. Weil ich glaube, sonst würden wir bei weitem nicht weit kommen. Ganz so Steine. Ich will die Wege halt nochmal anders bauen. Ich habe mir da so ein bisschen was überlegt. Ich hätte vielleicht vorher nochmal die Hacke aufwerten lassen sollen, ich Trottel. Aber was man nicht im Kopf hat, hat man dann wohl in den Armen an meiner Stelle. Deswegen, hier machen wir jetzt ein Feld hin, das gießen wir halt so. Das ist ja nicht tragisch. Oh, es blinkelt wieder, aber ein bisschen schaffen. Lalalala. Was bekommen wir? Eine Omni-Geode und Copper-Ore. Ja gut, warum auch nicht? Warum auch immer deine Geode drin rumschwimmt. So, das Feld müssen wir wieder reanimieren. Es hätte leider nichts geholfen, wenn wir es davor gemacht hätten, am Tag davor, weil es wäre trotzdem kaputt gewesen, dadurch, dass es sich halt ändert. Deswegen müssen wir leider wieder Hand anlegen. Aber, naja. Es ist halt einfach nur mega störend, weil du halt dann im Endeffekt komplett gezwungen bist, am Ende zu gießen oder du sagst, gut, du verzichtest auf den einen Tag. Musst dann halt allerdings damit rechnen, wie gesagt, dass es einen Tag länger dauert und du dann vielleicht nichts mehr pflanzen kannst. Es ist so ein bisschen doof durchdacht, aber ja, gehört halt dazu. Ich meine, die Bauern gehen hier auch nicht nach dem Winter hin und sagen sich, oh schön, die Felder sind noch alle da, da brauche ich nichts machen. Ja, am Arsch. Die müssen die Dinger auch erstmal neu ausheben und all so ein Kram. Ach ja. Wer Bauer sein will, muss leiden. Das ist halt so. Und wenn wir wieder Geld machen wollen und essen wollen und überleben wollen und hast du nicht gesehen, müssen wir halt an der Ding. So, was pflanze ich denn mal hier hin? Das ist eine gute Frage. Bokchoi. Das kommt da oben hin. Das kann ich so gießen, weil die Dinger brauchen nur 4 Tage, waren es, glaube ich. Das ist so das Schnellwachsfeld. Das kann schön schnell wachsen. Und da brauche ich mich dann weiter. Das gieße ich dann und dann ist gut. 40 Stück haben hingepasst. Holy shit. Was pflanze ich denn jetzt auf dem anderen Feld? Das ist nachwachsen. Jam, jam, jam. Okay, Cranberries. 30 Stück. Das hier wird, glaube ich, ein gemischtes Feld. Ich weiß noch nicht, mal schauen. Ich habe nicht so viel Seed gekauft. So, 30 Stück gesetzt. Naja, 28. Da setzen wir mal die Süßkartoffeln. Sind das jetzt eigentlich Kartoffeln oder sind das Süßkartoffeln? Ich bin mir gar nicht sicher. Aber Kartoffeln ist eigentlich Potato. Das ist Jam. Was ist denn Jam, bitte? Ist das wirklich eine Süßkartoffel? I don't know. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es nicht.
Müsste man vielleicht mal googeln. Auch hier bleiben zwei über, so ein Scheiß. Okay, packen wir die erstmal weg für später. Lelix Speed Up Grow habe ich hier noch. Ah, sonst nichts zu gebrauchen. Wo habe ich die ganzen Cauliflower Seed her? Meine Güte, was bunkere ich denn mit alles? So. Grapes noch nicht. Artischocken. Cauliflower. Nicht Cauliflower. So, die Auberginen packen wir hier unten mit hin. Die können dann schön chillig beim Mais mit brutzeln. Ah, 3.40 Uhr schon. Ich hatte noch gar kein Mittagessen, so ein Scheiß. Ich werde wieder hungrig ins Bett gehen heute. So, ja, ich hasse Weltarbeit. Ich möchte jemanden einstellen dafür. Kann ich jemanden von euch dafür einstellen, dass er das macht für mich demnächst? Ja? Nein? Schade. Ich dachte, ich könnte vielleicht jemanden bestechen. Ich zahle mit Lebensmitteln, also mit frisch geernteten Obst. Nee, eigentlich ja nur Gemüse. Das ist ja eigentlich gar kein Obst dabei, außer an den Bäumen. So. Dann pflanze ich mal die Kacke hier auf den Speedy von Salus. Wenn man das Geld hat, kann man die ganzen Felder damit bedenken. Aber wirklich nur, wenn man das Geld hat. Ich habe wirklich viel zu wenig eingekauft. Ich habe mich so sehr verschätzt. Hey, Chemie, da muss ich aber noch mal welche holen. Kann ja nicht sein hier. So, jetzt habe ich noch Pumpkins. Die packe ich mal hier auf das Feld, glaube ich. Ich weiß es noch nicht. Und schauen wir mal, ob wir jetzt die Pumpkins hinpacken oder die anderen. Die Pumpkins auf das Feld nebenan, das könnten wir eigentlich auch machen. Da ist jetzt schon gut gegossen. Schauen wir jetzt mal, wenn ich das hier fertig gebuddelt habe, Pops. Das sollte nicht passieren. Hehe, peinlich. Ja, mit dem Schwert, genau. Wir bauen mit dem Schwert weiter Felder aus. Wir töten die Würmer, die da unten rumkriechen. Harakiri und so. Lalalala. Irgendwie bin ich traurig, dass das die letzten Aufnahmen werden. Aber irgendwann muss, sag ich mal, alles ein Ende finden. Und Stardew geht jetzt schon sehr, sehr lange. Und deswegen müssen wir da mal schauen. So, das war jetzt nicht genug. Dann machen wir da noch ein bisschen Pumpkin Seed hin. Auf die andere Seite, weil hier ist schon wunderschön gegossen. Oh, das bräuchte ich mal machen. Und dann ist auch schon bald Bedtime. Alter, es ist schon so spät. Und ich bin immer noch nicht ansatzweise fertig. Theoretisch gesehen müsste ich jetzt noch gießen. Aber ich weiß nicht. Ich habe ehrlich gesagt keinen Bock. Aber dann wächst das nicht. Und dann ist das wieder so halb-halb. Weil wenn ich jetzt die eine Seite bepflanze, dann wachsen die schneller. Weil die ja schon gegossen sind im Endeffekt als die anderen. Aber ich glaube, das ist mir gerade scheißegal. Ich mach's einfach. Es ist egal. Das interessiert mich, der Lobster. Da habe ich mich ein bisschen verpflanzt. So, auch wieder zu wenig gekauft. Ich habe einfach zu wenig Saat gekauft. Da kannst du sagen, was du willst. Mhm. Es war einfach zu wenig. So, jetzt platzieren wir mal gerade noch die restlichen Sprinkler. Einmal. Zweimal. Ein schönes großes Feld, aber ich muss es nicht gießen, deswegen ist es mir egal. Ich muss es nur abernten, wenn es fertig ist. So, ich glaube, die Seeds hauen wir hier hinten mal mit dran. Es ist immer ein bisschen schwer, das zu pflanzen. Zack. Zack. Na, komm schon, komm schon. So, wunderbar. Ich denke, das kann man so lassen, auch wenn es kacke aussieht. Egal, so. Ich muss auch noch das Gras pflanzen, so ein Dreck. Sonst haben wir die Tiere bald nichts mehr zu essen. Das machen wir doch schnell. Da reiten wir schnell nur runter. Sonst stehen die morgen früh auf und reißen mir die Hütte ab, weil sie nichts mehr zu futtern haben. Oh, da liegt doch ein Trüffel. Weil sie haben ganz schön weggefressen. Sie haben ordentlich weggefressen und Unkraut müssen sie jetzt nun wirklich nicht essen.
So, ich muss auf jeden Fall nochmal Samen dann kaufen gehen. Ich komme nicht drum rum. Warum auch immer ich da jetzt nicht pflanzen kann. Ich habe ein grünes Viereck, aber kann nicht pflanzen. Das ist natürlich auch Bombe. Na gut, ist auch egal. So, lalalala. Das geht einfach nicht. Ich will. Hallo. Es ist sowieso ein bisschen doof, das zu platzieren. Ey. Wenn du selbst im Weg stehst, kannst du da nichts platzieren. Aber wenn hier im Weg steht, dann geht's teilweise. So, das sieht doch gut aus. Da können sie morgen lecker speisen und bringen mich nicht um, weil ich ihnen nichts mitgebracht habe. Weil Tiere neigen dazu, dann immer die Menschen zu fressen. Alter, 10 Uhr, ich glaube, es ist Zeit zum Pennen. Aber ich bin halt bei Weitem immer noch nicht fertig und es nervt. Katze ratzt schon vor sich hin. Den goldenen Trüffel schmeißen wir gerade mal weg. Alter, goldener Stern, so und jetzt ab ins Bett. Scheiß drauf, komm. Das hat sowieso keine Wahl mehr. Ab ins Bett. So, muss das halt das Gießen. Scheiß drauf. Gute Nacht, ich geh pennen. War ein harter Tag. Wir dürfen das. Wir haben nichts. Oh nein. Bisschen was verkauft. What the fuck was that? Was ist da jetzt schon wieder passiert? An explosion was heard in the night. Und wir wissen ganz genau, was das war. Wir wissen es ganz genau, dass das uns nämlich im ersten Jahr schon passiert. Wir wissen ganz genau, was da gerade runtergekommen ist. Ich hoffe natürlich nicht in mein Feld, dann kriege ich gleich einen Riesenanfall, ganz ehrlich. Boah. Alles gegossen. Yeah, bis auf mein Feld, was ich gießen muss, aber das ist ja klar. Oh, geil, Kohle. Kohle des Grauens oder so. So, die Ecke muss ich dann immer noch gießen. Oder wächst sogar schon was. Ich habe es gestern gepflanzt, das meine ich nämlich damit. Ich habe es gestern gepflanzt und schon wächst da was. Zack. Das gegossen. Jetzt gehen wir oben noch gießen und dann schauen wir mal, wo das blöde Ding gelandet ist. Oh, ich hasse es so. Das hat aber beim ersten Mal konnten wir den Kometen nicht aufhauen, der da runtergekommen ist. Das wird wahrscheinlich dieses Mal auch wieder einer sein, weil wir das richtige Werkzeug nicht hatten, also weil unsere Picke nicht aufgewertet genug war. Aber diesmal sollte das ja kein Thema sein. Hoffentlich. So. Ich stumme nur vor mich hin. Und nehme mir mein Pferd. So. Mal schauen, wo das Ding gelandet ist. Auf jeden Fall nicht in den Feldern, das ist schon mal ganz gut. Ich sehe, dass da was fertig ist. Meine Beets. Meine rote Beete. Ist das rote Beete? Ich glaube, es ist rote Beete. Davon. Wunderschön. Ja, es ist rote Beete, natürlich. Da müssen wir aber auch wieder neue Seed hierfür kaufen. So ein Mist. So, und endlich können wir hier auch einen vierten Sprinkler anbringen. Das bedeutet, wir können noch ein bisschen ausnutzen. Oh, fuck. Naja, egal. Okay, das hätte nicht passieren dürfen. Ja, scheiße. Muss ich halt nochmal pflanzen den Baum. So ein Dreck. So ein Dreck. Das ärgert mich gerade. Was zum. Oh, ich habe heute nur Scheiße in den Fingern. Ich habe nur Scheiße in den Fingern heute. Leute, Leute, ich sag's euch. Ich bin so nervös, weil die Hochzeit ist morgen. Ah. Wisst ihr doch? Deswegen. So, wo ist der blöde Komet? Komet, Komet, Komet. Hier ist er nicht. Da ist er. Alter, das war knapp. Na, das war knapp neben meinen Viechern, ganz ehrlich. Zack, zack. Und yeah. 6 Iridium. Nice. Sehr nice. Nehmen wir doch gerne. Aber es war schon knapp, es hatte fast meine Tiere erschlagen. Nicht so nett. Oh, Honig ist auch fertig. Dann sollte ich mir vielleicht auch mal noch ein paar zulegen. So, la la la, das 10 Stück bewahren wir uns auf, weil die brauchen wir noch gleich. An der roten Biete. So,
weil die müssen wir noch in den Kühlschrank des Bürgermeisters legen für die weitere Quest, die wir ja schon angefangen hatten. So. Aber ich glaube, jetzt reiten wir gleich über die Stadt. Da ist Pam, sie geht zur Arbeit. Was man Arbeit nennen kann, eigentlich bloß niemand außer mir. Aber egal. Aber ist auch kein Wunder bei den Ticketpreisen. Ich meine, hallo? Wer will schon so viel für ein Ticket zahlen? Oh, Penny hat heute Geburtstag. Ich muss da unbedingt noch dran denken. Ah, und jetzt erstmal noch ein bisschen Seed kaufen. Noch ein bisschen Seed. Noch ein bisschen Seed. Ich weiß gar nicht, welchen Baum wir da abgehackt haben. Ich habe keine Ahnung. Müssen wir mal schauen, wenn die gewachsen sind. Kann ich leider nicht beurteilen.